Nun gut, dann schauen wir uns mal um. Armeemesser. Ein prestigevolles Messer. Es scheint dem Major gehört zu haben. Ein Brief? Der letzte Wille und das Testament des verstorbenen Viscounts. Er muss Angélie wirklich sehr geliebt haben. Oh, kann das sein, dass Angélie das ganze Geld hat und Cassandra gar nichts hat, oder? Ja. Letzter Wille und Testament. Bekanntgabe. Ich, Viscount Edwin van den Bosch, gebe hiermit offiziell an, dass ich bei klarem Verstand bin. Dieser letzte Wille drückt meine Wünsche ohne unzulässige Beeinflussung oder Zwang aus. Artikel 1. Im Falle meines Todes ernenne ich hiermit meine Ehefrau Cassandra van den Bosch zur Testamentsvollstreckerin des Anwesens der Familie van den Bosch und überschreibe das verbliebene Vermögen des Namens van den Bosch an meine einzige Tochter, Angélie van den Bosch. Ah, oh, das heißt, die Cassandra, der gehört gar nichts. Sämtliche ausstehenden Schulden, Kosten meiner Krankheit, Bestattungskosten und Bearbeitungsgebühren sollen vom Konto der Familie van den Bosch bei der Nationalbank von Belgien beglichen werden. An meine Tochter. Du bist mein Augenstern und leuchtest heller als alle Himmelskörper des Firmaments. Lass niemals zu, dass jemand dein Licht zum Erlöschen bringt. An meine Ehefrau Cassandra. Ich danke dir für die vielen glücklichen Jahre zusammen. Wir haben zusammen gelacht, uns geliebt und dieser Welt das kostbarste aller Geschenke gemacht. Ich weiß, dass du sie beschützen und für eine Zukunft voller Möglichkeiten und Hoffnungen vorbereiten wirst. Viscount Edwin van den Bosch. Monsieur Victor Rougeux, Rechtsanwälte Rougeux und Petit. Ah, das ist natürlich auch interessant, ne? Dass Cassandra eigentlich gar keine Handhabe über das ganze Vermögen hat, ne? Was haben wir noch hier? Ein Safe wieder? Teures Feuerzeug? Ein teuer aussehendes Feuerzeug. Unglücklicherweise hat es wohl einen Krieg durchmachen müssen. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Ich bin mir sicher, dass wir bereits etwas über dieses Mysterium wissen. Naja, warte mal ab. Armeekiste. Die Armeekiste des Majors. Sie enthält einige Briefe und Andenken. Da haben wir wieder zwei Ketten. Was haben wir denn? Blutflecken, Rosengravur, unehrenhafte Entlassung. Was hat's mit der Rosengravur auf sich? Das Rosensymbol des Regiments des Majors. Dies muss ein Messer sein. Ja. Das Feuerzeug des Majors. Ein ansehnliches Feuerzeug, auf dem das Abzeichen eines Armeeregiments zu sehen ist. Felix muss es wohl hier verloren haben. Unkenntliches Symbol. Teures Feuerzeug. Das rote Symbol auf der Vorderseite des Feuerzeugs scheint während der Zeit im Krieg beschädigt worden zu sein. Könnte das Symbol mit irgendetwas anderem in Verbindung stehen? Mit der Rosengravur, ne? Müsste eigentlich das Gleiche sein. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Ja. Dieses Feuerzeug muss dem Major gehört haben. Das Armeesymbol bestätigt dies ohne Zweifel. Aber hatte ich sein Feuerzeug nicht bereits in meinem Besitz? Ja, stimmt, ne? Wir hatten ja eins gefunden. Seltsam. Armeefeuerzeug. Das Feuerzeug des Majors. Ja, dann ist das nicht das Feuerzeug des Majors, was wir gefunden haben. Was für eine Enthüllung. Das Feuerzeug aus der Armeekiste gehörte ohne Frage dem Major. Wem gehörte also das andere? Das Feuerzeug aus dem Garten gehört nicht dem Major. Mit Archibald sprechen. Ja, wir haben aber noch eine Kette. Was haben wir denn noch? Blutflecken.
Trotz offensichtlicher Reinigungsversuche sind immer noch Blutflecken auf der Klinge zu sehen. Was kann ich damit bestätigen? Ja, man kann damit bestätigen, dass das hier die Tatwaffe sein könnte, ne? Das fehlende Messer könnte die Tatwaffe sein, genau. Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Ja. Die Mordwaffe ist endlich aufgetaucht. Elisabeth muss sie im Studierzimmer zum Einsatz gebracht haben. Ja, aber wie wir ja auch schon ein bisschen erfahren haben und wie wir, also anhand der Wunde vom Major, dass das ja eher, ja, wie soll ich sagen, eher eine Verzweiflungstat war, ne? Also eine verteidigende Art und keine angreifende Art, also. Vielleicht wurde es Elisabeth einfach zu viel und sie wollte sich einfach nur schützen. Mit Archibald sprechen. Nun gut, dann machen wir das doch. Er wird ja wahrscheinlich noch im Lagerraum stehen. Ah ja, hör mal, mein Guter. Es hat wohl keinen Sinn, noch weiter zu lügen. Nee, das hat das von Anfang an nicht gehabt. Als ich gestern den Garten inspiziert habe, habe ich ein Feuerzeug gefunden, von dem ich angenommen hatte, dass es dem Major gehört hat. Er hatte sein Regimentsfeuerzeug, das er im Krieg erhalten hatte, stets bei sich. Ja? Und doch war es nicht das Emblem seines Regiments, das auf dem Feuerzeug zu sehen war. Das meines Vaters? Es muss mir aus der Tasche gefallen sein. Haben Sie es noch, Detective? Monsieur, Sie haben Beweise versteckt, einen Tatort manipuliert, sowie meine Untersuchung behindert. Und doch sorgen Sie sich am meisten um ein Feuerzeug? Falls ich für meine Taten hinter Gitterstäben ende, dann soll es so sein. Es ist Elisabeth, die nicht eingesperrt werden darf, bevor die Wahrheit ans Tageslicht gekommen ist. Ich habe Geschichten davon gehört, dass Sie einst für ein junges Dienstmädchen gekämpft haben, Detective. Florette war Ihr Name, richtig? Ich bitte Sie nur darum, Elisabeth auf die gleiche Weise zu beschützen. Naja, aber ganz ehrlich, Florette ist damals ins Gefängnis. Nee, aber sie hat ihre Anstellung verloren und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden, also. Obwohl sich die beiden Fälle in ihrer Schwere stark voneinander unterscheiden, kann ich mir doch ganz ähnliche Folgeszenarien ausmalen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie Mademoiselle Elisabeth noch vor ihrer Verhandlung von denjenigen behandelt werden wird, die über mehr Autorität und soziale Stellung verfügen als sie. Als Gesetzeshüter habe ich einen Schwur geleistet, stets für Gerechtigkeit und Fairness zu sorgen. Die Mademoiselle muss genau wie jeder andere Verdächtige eine Chance dazu erhalten, ihre Unschuld vor Gericht zu beweisen. Die fehlende Mordwaffe. Sie haben sie gefunden? Ja, klar. Selbst der geheime Bereich, der hier erstellt wurde, ist nicht verborgen genug, um Detective Hercule Poirot aufhalten zu können. Ich konnte es nicht einfach am Tatort liegen lassen. Sie hätten es sofort gefunden. Der Major wurde mit seinem eigenen Messer ermordet. Das Messer, das ihm im Krieg sein Leben gerettet hat, würde letzten Endes seinen Tod bringen. Es war in seiner Scheide, als er sie angegriffen hat. Er hatte ihren Arm bereits gepackt. Welche Wahl hatte sie denn sonst noch, um sich von ihm zu befreien? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Major sein Messer so leicht aufgegeben hätte. Sie muss sich in nächster Nähe befunden haben, denn ansonsten hätte sie das Messer niemals zu fassen bekommen. Vielleicht hat er sie tatsächlich so angegriffen, wie sie behauptet hat. Ja, das sieht im Moment so ganz danach aus, ja. Sie hat den Mord nicht geplant, Detective. Es war reine Selbstverteidigung. Hat Ihnen das die Mademoiselle so erzählt? In der Tat. Und ich glaube ihr. Sie glauben, dass Sie den Major kennen, aber Sie haben keine Ahnung. Er war ein Monster und hatte mehr Geheimnisse als wir alle zusammen. Das mag wahr sein, doch das rechtfertigt Ihre Tat trotzdem nicht. Versetzen Sie sich doch einmal in Ihre Lage. Falls ein Mann mich so angegriffen hätte, wie er es mit Lizzie getan hat, dann hätte ich ihm sicherlich Schlimmeres angetan. Mademoiselle Elisabeth hat Monsieur Sterling eine Version der Ereignisse erzählt, die davon kündet, dass sie vom Major angegriffen worden ist. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie sich eine solche Geschichte nur ausdenken würde.
aber ebenso wenig könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Mord begehen würde. Naja, also wir haben ja in dem Zimmer vom Major haben wir ja definitiv Kampfspuren gesehen, ne? Verschüttetes Wasser, die Delle im Putz und so weiter. Aber ja, man müsste jetzt eigentlich mal Elisabeth untersuchen auf Beulen und so weiter, ne? Also auf Kampfspuren irgendwie. Ich brauche einen Augenblick. Also, ja gut, dann untersuche Archive als verdächtiges Verhalten. Warte mal, Archibald war im Garten? Ja, das haben wir jetzt mitgekriegt wegen dem Feuerzeug von ihm, das wir gefunden haben. Offenes Fenster. Ja, das heißt, der Archibald hat irgendwas im Garten gesucht, was eventuell aus dem Fenster gefallen ist? Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Da ich nur Archibalds Feuerzeug gefunden habe, muss er noch etwas anderes eingesammelt haben. Was hat Archibald also sonst noch aus dem Garten geholt? Archibald hat etwas eingesammelt, das da aus dem Fenster fallen gelassen worden ist. Ja, was könnte das... Ah! Ja, warte mal, das Messer, ne? Weil wie hätten die das sonst wegschaffen können? Das Messer des Major ist die Mordwaffe. Ja, Messer des Majors wurde aus dem Fenster geworfen. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Jawohl. Archibald hat die Mordwaffe aus dem Fenster fallen lassen, sie dann anschließend eingesammelt und zu guter Letzt im Geheimzimmer versteckt. Korrekt. Mit Archibald reden. Dann tun wir das doch. Es hat wohl keinen Sinn, noch weiter zu lügen. Nee, das hast du eben schon festgestellt. Waren Sie es, den ich in jener Nacht im Garten gesehen habe? Als Sie mich gestern danach gefragt haben, ob ich jemanden draußen gesehen hätte, dachte ich schon, dass das Spiel vorbei wäre. Das erklärt nicht, was Sie dort draußen getan haben. Als Lizzie mich ins Studierzimmer rief, war das Messer immer noch im Brustkorb des Majors. Und ich wusste, dass ich es irgendwie loswerden musste. Ich ließ es daher aus dem Fenster fallen, weil ich mir sicher war, dass niemand nach draußen gehen würde. Für den Moment war es dort sicher. Doch ich konnte nicht riskieren, dass es jemand finden würde, sobald der Schnee geschmolzen war. Also haben Sie es im Schutze der Nacht zurückgeholt und dann hier versteckt. An einem Ort, den Sie für das perfekte Versteck gehalten haben? Nachdem Sie Ihre Befragung in der Vorratskammer durchgeführt hatten, wusste ich, dass Sie uns auf der Spur waren. Also konnte ich es nicht hier lassen. Und wohin wollten Sie es dann bringen? Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht. Der Keller wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, weil da auch niemand Zugang zu hat. Er hat die Waffe eingesammelt und sie anschließend versteckt, um Elisabeth zu retten. Allem Anschein nach hat er keine Mühen gescheut, um sie vor dem Gesetz zu beschützen. Ziel abgeschlossen. Okay. Na gut. Können wir nochmal mit reden? Naja, ich habe eine letzte Frage. Warum? Warum was? Warum ich alles riskiert habe, um Lizzie zu helfen? Exactement. Weil sie Familie ist. Wenn Sie in meiner Position wären, hätten Sie das Gleiche getan. Ich kann Ihnen versichern, dass dem nicht so gewesen wäre, Monsieur. Dann sagt das vielleicht etwas über Sie aus, Detective. Ich würde alles für Sie und alle anderen Mitglieder meines Personals tun. Selbst wenn Sie dabei die klaren Grenzen des Gesetzes überschreiten müssten? Ohne Frage. Es ist bewundernswert, wie weit Monsieur Sterling gehen würde, um jemanden zu beschützen, den er als Familie ansieht. Aber wenn er sich dabei genau über die Gesetze hinwegsetzt, welche die Unschuldigen beschützen sollen, dann kann ich das nicht ignorieren.